So, jetzt bin ich wieder da. Ich werde das übrigens jetzt nicht immer machen mit diesen Aufnahmen dazwischendurch und hin und her und gucken. Das ist nur so jetzt gerade eben, damit ich nicht mitten im Thema immer so abbreche. Und zwar jetzt zu den Sachen. Da sieht man ein Gebäude, hier sieht man ein Gebäude und da sieht man ein Gebäude. Der erste Baukontest ist ja durch. Drei Leute haben mitgemacht. Und es sind drei sehr schöne, unterschiedliche Häuser. Ihr müsst jetzt mittlerweile müsst auch das Video da sein. Es gab da ein paar Probleme. Danach bei der Weiterbearbeitung und alles, wo es zu Komplikationen gab und deswegen das nicht sofort so schnell hochgeladen wurde, wie es eigentlich geplant war. Es sind drei sehr unterschiedliche, vom Baustil sehr unterschiedliche Häuser, aber die gefallen mir alle sehr gut geworden und ich hatte dann entschieden, dass ich alle ins in die Welt erstmal mit aufnehme, alle drei, und dann werde ich jetzt die Zeit mal nutzen, um die euch zu zeigen. Ich habe die dann mit MC Edit hier reingeknallt und habe dann natürlich auch ein bisschen, ein klein wenig das Terrain, wo ich die draufgesetzt habe, mit bearbeitet hier, was ein bisschen Dreck angeht. Weil das sonst, das wäre ein Riesenaufwand gewesen, wenn wir das so mit selber hätten abbauen müssen und alles. Aber halt komplett nicht alles. Also hier haben wir noch was, wo wir bauen müssen, dass wir dann hier anschließen. So, und dann werde ich euch das erste die erste Welt mal zeigen. Um dieses Schild kurz zu erklären. Phoenix war ja auch mit beim Bauwettbewerb mit dabei, also mit auf dem Server. Und der gute DJLP, der dieses Haus hier gebaut hat, aka Fladdy, die beiden haben sich irgendwie gut verstanden und dann kam irgendwie das dabei raus. Ich habe das, hatte hier stehen lassen. Ich habe es auch stehen lassen. Also hier, das Bett, das kann dort mal weg. Das war zwar auch dort mit, aber ist so erstmal egal. Ja, so kam irgendwie das zustande. Keine Ahnung, ich habe da nicht alles mitbekommen. So, hier die Schilder. Ich hatte ja gesagt, im Bauwettbewerb, da kann rangebaut werden, als wer es erbaut hat. Oder wann oder wie. Wir werden dann bei dem anderen Schild noch sehen. Hier dann auch nochmal ein Dank. Und das ist das Haus von dem Fladdy bzw. DJLP. DJLP, so auch sein Kanal. Der hat jenes größtes Haus gebaut. Die sind das hier. Hier noch eine Tür. Bietet noch genug Möglichkeit zum Ausräumen des dieses Haus. Schön groß, geräumig und halt sehr viel Platz, wo ich drin noch was machen kann. Mir gefällt es auch wirklich sehr schön. Also hier können wir einiges noch mit reinbauen. Das war das erste Haus, das habe ich halt hier mit auf den Dings gesetzt. Fenster hat es nur noch davon raus. Hier die Treppe, Keller, war ja ein Keller, die Keller war ja nie. Und das hier war, glaube ich, noch, war das ein anderer Hochgang oder war das nur noch, nee, ich glaube, das war, oder war das nur noch bautechnisch bedingt? Also quasi beim Bauwettbewerb selber. Naja, ja, das ist das erste Haus. Ja, nur mal gucken, was wir hier rein machen. Könnte man, ob wir hier eine Taverne oder sowas reinmachen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Dann hier ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine Leiter, die ist noch vom Baum. Die muss ich noch wegreißen. Hier hat man halt so Dinger von MC Edit. Das muss man dann noch wegreißen, den Baum hier, wo es den halt dann hier kahl geschoren hat. So, aber das zu diesem. Ja, hier sind dann halt so ein paar Sachen, die müssen dann noch weg. Und dann ist gut. Aber hier, schönes Haus. Cool gemacht. So, gehen wir weiter zum nächsten. Es wird übrigens nicht jedes Mal so sein, dass dann alle drei Häuser immer ins Let's Play kommen. Das wird dann einfach irgendwann zu viel werden. Aber hier bei diesen ersten dreien, das war einfach, ich konnte mich einfach nicht anders entscheiden. So, hier habe ich das nächste. Ja, Schlangenhaupt. Ganz ruhig. Ja, ist das nächste Haus. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das ist auch hier sehr viele Details auch draußen. Also wirklich viele Details, wenn man das hier so sieht. Ist wirklich cool gemacht. Hier sind zum Beispiel Sachen, muss ich mal gucken, ob man das hier noch wegmachen. Aber na, schauen wir mal. Ich glaube, der Eingang war hier an der Seite. Ja, genau, der Eingang war hier an der Seite. Erbaut am 21.07. Von Rockstar. Und der hat auch Minecraft-Server. Könnt ihr hier mal gucken, falls ihr da mal vorbeikommen wollt oder wie auch immer. Ja, ich habe ja gesagt, ob nur Channel oder was auch immer, kann man hier Zeug mit dran pappen, also quasi Eigenwerbung. So, dieses Haus hier ist dann innen auch einiges eingerichtet. Da hinten schön mit Blumenecke und alles. Hier ein paar Tische, Bänke, hier
Könnte man sogar noch da einen Weg nach draußen mit rein, theoretisch dann noch bauen. Hier nochmal Ausgang zur anderen Seite. Also wie gesagt, hier dann halt sehr viel, er hat sehr, sehr viel Zeit auch auf die Außen halt verwendet. Er hatte im Endeffekt von der Grund, da hat er vom, jetzt fällt mir gerade das Wort wieder nicht ein, er hat halt vom Fundament her, von der Grundstruktur des Hauses anders gebaut, oder ja, dort was anderes eingebracht. Er hat sehr viel, das hier muss zum Beispiel auch noch weg, er hat sehr viel Deko außen mitgemacht und generell auch ein noch größeres Haus gebaut. So, hier haben wir quasi auch, ja, das ist im Endeffekt so eine Bartheke, wie auch immer. Kann man hier auch in so ein Gasthaus. Und auch noch halt viele Sachen hier Platz, wo ich ja selber noch ausbauen kann. Und hier sieht man schon, also, ne? Echt cool gemacht. Und hier kann man dann auch noch gucken. Hier kann man dann halt auch hier noch weiter, ich sag mal, anpassen, so wie wir es für so Let's Play quasi brauchen. Auf jeden Fall eine feine Sache, der gute Rockstar. So, und dann, das waren ja noch nicht, das war noch nicht das letzte aus. Und das letzte aus kommt jetzt. Wo? Ach, dort. Das letzte aus kommt jetzt. Und dann werde ich später nochmal gleich dann, wenn wir damit fertig sind, was zum More Creatures Mod sagen. Und dann noch zu dem Jurassic Park Projekt und alles. Mann. Und zur Folge 200, wenn die dann kommen sollte, wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Haus. Das hat der gute Gameplay JDK gebaut. Und auch sehr geil geworden. Ah, Moment, die Kiste hier, die ist leer. Die sollte hier gar nicht stehen. Aber die nehmen wir auch trotzdem, glaube ich. Sehr süß. Ja, er baut von Gameplay JDK, der gute. Ah, der auch den Spiel Plus Mod gemacht hat. Und hin und her. Und da auch am Werkeln ist, was es angeht, diesen Mod-Server da quasi oder den Minecraft-Server dann irgendwann fertigzustellen und der generell sonst auch doch recht viel macht. Das ist auch wieder ein komplett anderer Bauspiel, ein kleineres Haus und er hat auch sehr viele Details, vor allen Dingen auch außen um die Gartenanlage. Hier halt eine schöne Sandweg, er hat hier eine richtige Gartenanlage. Wie gesagt, kleineres Haus, auch schöne Details und unterscheidet sich auch sehr von den anderen. Das fand ich einfach auch super. So, wir gehen hier erstmal außen drum rum. Hier an der Ecke noch so ein kleiner Hügel hier. Ein kleiner See mit einer Bank und das hier Trittplatten als Deko. Ja, hier zum Beispiel, das muss ich auffüllen und da werden wir dann nach und nach hier noch bauen. So, und dann gucken wir uns das mal von innen an, was auch geil ist. Er hat mehr hier eingerichtet zum Beispiel. Hier haben wir den Kessel, Kisten, ist alles offen, Ofen, Werkbank. Hier haben wir ein Bett und noch Kisten mit. Also wie gesagt, er hat hier Tisch mit Hockern. Mit Hockern vor allen Dingen, mit Höckherren. So, jetzt wird es gleich dunkel. Oder es ist eigentlich schon dunkel. Moment, dann machen wir bevor mal, dass wir hier auch alles sehen. So, zack. Schlafen. Pennen wir gleich mal hier in dem neuen Haus. So. Und dann geht es hier oben weiter. Wie gesagt, hier auch sehr viele Details eigentlich innen, was mir sehr gut gefällt. Hier ein kleiner Balkon. Das ist quasi hier Schornstein. Eine Bank noch mit. Also wirklich cool gemacht. Das ist quasi dann noch hier vom Schornstein mit. Und draußen ist ein Zebra. Sehr schön. Und dann gehen wir noch runter. Das Haus ist auch das einzige, was einen Keller hat. Das ist übrigens eine neue, das sind übrigens die Texturen aktuell von den bemoosten Steinziegeln, Ziegelstein, oh Gott, nee, Steinziegeln glaube ich. Das ist hier erstmal, ich weiß noch nicht, ob ich das lassen, aber mir gefällt das so grundsätzlich ganz cool. Mit diesem Efeu, der sich da lang hangelt, ist natürlich für einen Keller, weil er eigentlich Moos ist, dann eher ungeeignet. Da muss ich nochmal gucken, da wird wahrscheinlich einiges noch verändert werden, weil die Texturen mir grundsätzlich so gefallen. Jetzt hier so aber zum Beispiel im Keller bräuchte man doch eher Moos. Aber wie gesagt, ich bin ja noch dran, da einiges dran zu ändern. So, das sind übrigens die Glowstones hier, die Animation, dass das so aussieht, wie als ob die leuchten. Ganz cool gemacht. Und das ist der Keller. Dann hier sind übrigens, das ist Bedrock. Hat den Hintergrund, oh, hier fehlt, na egal, hat den Hintergrund. Der Server, den wir haben, das ist ja nur grundsätzlich eine Flatwelt und der hat ja nur eine Grundtiefe von, weiß ich nicht, 4, 5 Dingern
Und beim Ausschneiden hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich habe das halt ausgeschnitten, dann auch, muss ja wegen dem Keller. Und da sind natürlich die Grundsteine hier mit. Das heißt, wir können ja nie wieder nach unten bauen, weil die Grundsteine kann man ja nie abbauen. Ich könnte sie mit MC Edit nochmal rausschneiden, aber auf der anderen Seite, mich stört es auch nicht. Ich muss hier nie weiter runterbauen in dem Keller. Und irgendwie sieht es schon cool aus. Ich habe mir, was mir dann auch in den Sinn kommt, wenn hier wäre eigentlich auch sehr geil, ein Verzauberungstisch, Bücherregale drumherum. Und das hat irgendwie was mit diesen glühenden Dingern hier unten drin. Das kommt, glaube ich, ganz cool, dass man hier im Keller so ein Verzauberung, so eine Bibliothek mit Verzauberungstisch hinstellt. Coole Sache. Ja, wie gesagt, das waren die drei Häuser, die es alle hier reingeschafft haben. Alle sehr unterschiedlich. Die unterscheiden sich deutlich. Und fand ich einfach super, wirklich. Haben mir alle gut gefallen und deswegen spitze auch an dieser Stelle nochmal natürlich meinen Dank an die drei, die da mitgemacht haben. Und jetzt wisst ihr es ja, sie wussten das bis jetzt auch noch nie, dass jetzt alle ihre Häuser hier ins Let's Play reingekommen sind. So, und der nächste Bauwettbewerb wird dann weitergehen. Da habe ich noch gar keinen Termin, werde ich später noch sagen, da wird es ein Ankündigungsvideo nochmal geben. Wird weitergehen, aber aufgrund der Tatsache, dass ich auch Probleme mit dem Sound hatte und hin und her, war das immer so eine Sache, das alles jetzt fertig zu kriegen, beziehungsweise deswegen ist der auch nach hinten gerutscht. Aber da wird es auch noch weitergehen, da kommen auch ein paar Veränderungen, das wird nicht mehr so ablaufen, wie es beim letzten Mal abgelaufen ist. Das müsstet ihr jetzt, wo das hier rauskommt, auch schon gesehen haben, das müsste dann rausgekommen sein. So, das, wie gesagt, die Sachen, die hier in die Welt mit reingekommen sind, die ich finde, die passen hier auch super rein. Es gibt natürlich noch so ein paar Terraforming-Sachen, die wir hier drumherum bauen können. Die Schilder bleiben natürlich stehen, hatte ich ja gesagt, dass das hier dann mehr ins Gelände reinpasst und alles und dass die Wege miteinander verbunden werden und hier dann so nach und nach ein kleines Dorf oder eine Stadt, Dorfstadt, ja wie auch immer, entstehen wird. So. Ich finde halt, das ist, also, wie gesagt, in der Richtung ist jetzt was, wo hier da drüben das Haus, dort, also stehen und nicht zu weit weg und also mir gefällt es einfach. Ja, ich finde das cool. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Drin bleiben werden sie aber auf jeden Fall. Und dann muss man nur nach und nach, müssen wir die halt ausbauen. So, das mal wieder, was gehört vom Bauwettbewerb. Dann, die gute Queen hat mir ein paar Sachen geschrieben, was angeht der... Oh, Entschuldigung. Friss mal einen Apfel. Ja. Das habe ich gar nicht mitbedacht. Was angeht der Mock-Creatures Mod. Die ganzen Special-Pferde, auch die wir da unter der Erde gesehen haben, die kann man so nie zähmen, sondern man muss ein spezielles Pferd züchten oder man stellt Essenzen her, die gibt man dann dem Pferd und dann verwandelt sich das in so ein Pferd. Ist nie bei allen so. Zum Beispiel gibt es ein Geistpferd, was man sich auch holen kann. Da muss man... wenn man seine selbst gezüchteten Pferde tötet, hat man eine Chance von, ich glaube, 10% oder sowas, dass da ein Geist rauskommt, den man dann, ne? Muss man halt gucken, ob man das will. Aber das, so kann man verschiedene Pferde machen. Ich habe mich da auch dann nochmal das belesen, was mir die Queen geschickt hat. Danke dafür nochmal. Und da sind halt so ein paar Sachen, die wir dann noch machen können. Und ich habe da auch nochmal, sie hat mir auch ein Video mitgeschickt, was der Creatures Mod, was gerade bei den Pferden, was da an Texturen und Animationen mit dabei gekommen sind. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das dann mal ausprobieren können. Rein theoretisch können wir ja schon ein untotes Pferd machen. Weil die Essenz haben wir ja, glaube ich, schon gefunden. Die haben die ja mal gedroppt. So. Und die Reiter übrigens, hat auch die Queener gesagt, wenn diese Zombie-Pferde an den anderen Mobs dran vorbeirennen, dann satteln die automatisch auf. Ah, dort hinten wollte ich hin. Und so kommt es dann zu den Zombie-Pferden. Und da werden wir auch noch unseren Spaß haben, generell mit dem Creatures Mod. Das wird sehr interessant werden. Sehr, 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 sehr. Schon alleine die Essenzen zu jagen, dass man das alles kriegt, das ist interessant. Zebras zum Beispiel, weil das habe ich auch mal in einer Dings versucht, da braucht man ein spezielles Pferd. Man muss hier, ich habe mir das auch ausgedruckt, so eine Liste, was man wie züchten kann. Und wenn man muss, um ein Zebra zu zähmen, muss man ein ganz bestimmtes Pferd. Ah, was hier denn? Muss man ein ganz bestimmtes Pferd züchten und wenn man dann auf diesen T4-Pferd, heißt das, warum auch immer, reitet, kann man dann mit einem Apfel. Auch schönes Höhlensystem hier. Kann man dann mit einem Apfel die Pferde, die Zebras zähmen und mit einem Zebra und einem Dings kann man dann diese Zossen, glaube ich. Ich glaube, die heißen so, die Zossen oder wie auch immer herstellen oder züchten. Und mit denen
kann man dann diese speziellen anderen Pferde züchten, die ich jetzt, also das ist, wenn es soweit ist, werde ich mich da vorher dann wieder nochmal reinlesen und dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier an dem Inselstück. Warum hier ein Kristallwald ist, ich habe den eigentlich deaktiviert, das geht mir ein bisschen auf den Senkel, aber nun gut, ist halt so. Offenkühl hier. Diese, was ist denn hier? Ach, hier ist ein Dorf. Ah, schau mal an. Diese Insel hier, das ist, glaube ich, eine Insel. Die soll herhalten für die Jurassic Park Insel. Das heißt, ich werde hier die ganzen Bäume fällen und werde dann hier anfangen, nach und nach diesen Jurassic Park da quasi draus zu bauen und die Dinos hier quasi einzusperren, mehr oder weniger. Was ich da gesagt habe. Und das ganze Zeug, weil ich will mit diesen, ich habe das ja eigentlich in der Config deaktiviert, aber scheinbar war dieses Gebiet hier schon generiert. Aber das funktioniert nicht, die Kristallbäume zu deaktivieren, weil ich habe Kristallbäume und Kristallboden und sowas deaktiviert, weil ich das nicht nutzen möchte. Ich will das einfach nicht, mir gefällt. Das ist auch ein Teil vom Tree++, mal der mir nicht gefällt. Ja, hier ist er dummerweise noch da. Ich verstehe gar nicht, warum. Nur gut, ist halt so. Und da müssen wir das hier alles fällen. Ist super. Dafür wollte ich den Timber-Mod, der ja im Tree++-Mod mit drin ist, an sich aktivieren und dann einfach rumrennen wild und alles abholzen, was geht. Dazu mache ich das Inventar hier in der Kiste, hier können wir dann pennen und dann werde ich das alles dort unten in die Höhle, in die Lava schmeißen, weil ich das Zeug nicht behalten werde. Ich will davon nichts machen, mir gefällt das überhaupt nicht, dieses ganze Zeug und deswegen, werden wir das so machen. Ich muss nochmal schnell den Timber-Mod aktivieren, fällt mir dann ein, dass wir das hier schneller machen können. Deswegen bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss.